Ja, und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play DLC. Und ihr habt außerdem das Intro nicht gesehen, weil ich in einer Testaufnahme ganz schlimm war. Ich krieg die Krise bei diesem Spiel. Ja. Vergessen habe aufzunehmen. Deswegen, ja, Testaufnahme, kann man das dann überhaupt. Ich will dieses Spiel. Doch auf mich anzugreifen. Meine Fresse. Dieses Spiel ist einfach der letzte Scheiß, den es gibt. Das ist fast noch schlechter als Zelda. Ich glaube, das ist echt fast noch schlechter als Zelda. Ja, ich schaff's jetzt schon nicht mehr. Leute, ich müsste eigentlich gar nichts mehr machen. Verdammt, stirb endlich! Ich hab keine Zeit für sowas! So. Kann ich? Danke. Ich werde es eh nicht schaffen. Das klingt nicht gut. Ich sollte mich beeilen. Schön. Fick dich. Ja, genau. Scheißspiel. Dieses Ding sollte echt mal auf den Strich gehen und sterben. Ganz ehrlich, das hat nichts Besseres verdient, als gelöscht zu werden und zu sterben. Ich würde erst sagen, fick dich, du kleine Huren, gefickte Huren, Mistgeburt. Oh wow, das war wirklich eine Eier. Geht doch, das Spiel kann ja wieder normal sein. So ein Gestank. Ja, so wie du, so wie das Spiel. So, hier kommt doch gleich was, das weiß ich doch. Oh. Verbesserung. Mach ich. Nee, das mach ich nicht. Luftschwung. Jo. Mach ich den normalen Schwung? RT zweimal vorwärts. Okay. Siris. Ach so. Oh nee, das ist mir gleich zu kompliziert. Ja. Nein.
Gegenstände. Goldene Kugel könnte ich eigentlich kaufen. Nehmen brauche ich nicht. Gesundheitskreuz. Nee, ich habe eine. Ach du Kacke. Stinkt ja grässlich. Sieht auch grässlich aus. Oh nein. Bosskampf? Was ein Scheiß. Also du bist wohl die geheime Zutat. Ah, da will ich das lieber nicht trinken. Bin deine Verabredung, du hässliches Stück Scheiße. Ich bin eindeutig der Schönere von uns beiden. Succubus. Wer zur Hölle bist du? Hans Dietrich. Uah. Daneben. Übrigens, mein Name ist Dante. Dante? Sohn des Spada? Und Eva der Hure? Ja, aber nenn mich einfach Dante, der Dämonentöter. Klingt doch gut, oder etwa nicht? Du willst mich töten? Du kannst mich nicht töten. Ich bin 1200 Jahre alt. Und? Dabei siehst du gerade mal nach 12.000 aus. Fick dich. Fick dich selbst. Fick dich. Wie kann man so hässlich sein? Sag mal. Oh, miau. Jo. Jo. Okay, das Ding ist... Aha. Ich glaube, ich habe die Idee, wie ich das Ding besiegen kann, oder? Oh Gott. Ich kann das ja bestimmt nicht dämonisch angreifen, ne? Glaube ich. So wie ich glaube. Ja, deine Mutter vielleicht. Die wurde in Stücke zerrissen, bei der Geburt. Was zum Fressen? Ja. Ich komm nicht ran. Ja, ich auch nicht. Ah, nein. Ja, das funktioniert nicht. Ach, ehrlich? Wie oft soll ich das jetzt noch machen? Das Beste ist, dass einem da auch gar kein Weg geboten wird, wie man es machen könnte. Scheiße! Ich komm nicht ran! Ah, klasse. Ja, okay. Muhahaha. Ja, ich bin auch weg. Wie geht's? Kann man so ekelhaft sein eigentlich? Habe ich das schon mal gefragt? Ah. Jo, genau. Jetzt komm schon. So. So, jetzt komm. Freundin. Süßeste. Oh, scheiße. Ja. Oh, kacke. Jetzt bist du verletzlich, oder wie? Nein.
Ey, komm, der ist ein bisschen stark, der Gegner. So. Scheiße. Ja, das hoffe ich nicht. Na, super. Na, super. Ja, die werde ich jetzt verwenden. Oh, Mistviech. Ich weiß gerade gar nicht mal, wie ich weg. Ich komm nicht ran. Doch, kommst du. Was ist mit klebrig? Du bist klebrig, oder? Also ich will es eigentlich gar nicht wissen, ob du klebrig bist, aber ich glaub's einfach. Yo. Wah. Weißt du, dass du ekelhaft bist? Observiert. Wieso so ekelhaft? Okay. Serviert. Da haben wir die besten Wörter drauf, ne? War da nicht die heilige Statue? Ach da. Nein. Notiert oder was ist da los? Hast du gesagt, ja, aber das heißt ja nichts. Ich versuch's trotzdem. Ist so ekelhaft da. Du kleiner Obstlus. Warum ich nicht sterbe? Ach, das ist so eine Frage der Lust. Weißt du, was dein Problem ist? Du bist einfach hässlich. Ja, das mag niemand. Du bist komplett durchgedreht. Ja, und du bist heiße Hände, ne? Steh ich schon drauf. Müssen wir über sie sprechen? Mein Succubus ist tot. Oh. Sparda. Der Verräter, was ist mit ihm? Seine Brut. Der Nephilim. Er wehrt sich. Ah!
Oh cool, neue Waffe Erex. Ja, das heißt noch mehr, ja. Das drucken, ne? Mächtige Panzerhandschuhe, die einem einzelnen Ziel enormen Schaden verursachen können. Jener Angriff kann für einen stärkeren Effekt geladen werden. Bodenprügelei, Schmettern, Luft, Showdown und Stampfen. Na, ist ein Traum, ne? Noch mehr Tasten. Ich dachte mit Y und so hätte ich mein Schwert. Naja, egal. Hand, Schwert, alles fast dasselbe. Jo. Nächste Mission. Soll ich die in der nächsten Folge machen? Da wäre die knapp 14 Minuten lang. Ach komm, ich pack sie in die nächste Folge. Und dann will ich sagen, tschüss und bis zur nächsten Folge.